Binnen weniger Tage passiert bei unserem HSV manchmal mehr als bei einigen Bundesliga-Clubs während der gesamten Sommerpause. Diese Woche hat es unseren Trainer erwischt. Der HSV trennt sich von Steffen Baumgart, interimsweise übernimmt Merlin Polzin. Und ich bin sehr weit hergereist, schraube meine Erwartungen runter und hoffe, dass egal was passiert, ihr trotzdem Spaß mit diesem Video habt. Let's go! Heute befinden wir uns nämlich in Karlsruhe, Freunde. Hier spielt der Tabellenvierte der Karlsruher SC gegen unseren HSV. Aber Leute, schaut euch mal an, wie eng das hier alles ist. Der KSC auf Platz 4 hat 23 Punkte und wir auf Platz 10 20 Punkte. Also wir können mit einem Sieg schon wieder vorbeiziehen. Und daran seht ihr, Leute, wie eng diese zweite Liga in Deutschland ist. So nah beieinander liegen die Teams in keiner anderen europäischen Liga. Wenn man da hinten vom Hauptbahnhof hier lang geht, sehen wir erstmal hier diese Mülltonne, die beklebt ist mit Hertha BSC und Karlsruhe-Stickern. Und hier ist der Eingang zum Karlsruher Zoo. Ich habe jetzt heute leider keine Zeit, den Zoo zu besuchen. Aber die zwei Vögel kriegen wir trotzdem zu Gesicht. Hier haben wir das Schlosshotel und rund um den Bahnhofsbereich sind die meisten Gebäude in diesem Beige-Ton hier gehalten. Wir sind hier übrigens immer noch beim Zoogelände. Guck mal da. Ehrenpate unseres Nasenbären ist Thomas Gottschalk. Und da sehen wir auch noch ein kleines Reh. Und weil ich heute gar nicht mal so viel Zeit habe, euch so viel wie möglich von der Stadt zu zeigen, nehmen wir jetzt einmal einen Roller. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier in der Innenstadt von Karlsruhe befinde. Jedenfalls ist hier eine Einkaufsstraße und ein Weihnachtsmarkt. Hi, ein Kinderpunsch bitte, ja? Danke. Leute, das ist unglaublich kalt. Ich wärme mir die Hände mal wieder mit dem Kinderpunsch. Oh, und hier auf dem Becher, Leute, steht Dankeschön. Und das wäre auch mein nächstes Stichwort gewesen. Und zwar alle Einnahmen, die heute aus diesem Karlsruhe gegen HSV Stadionblock generiert werden, davon spende ich die Hälfte an den VfB Lübeck, der bedauerlicherweise insolvenzbedroht ist. Also sprich, ihr spendet nur, während ihr schon dieses Video guckt, ein paar Cent mit. Und da sage ich an jeden Einzelnen von euch Dankeschön. So, wir schauen uns jetzt noch den Karlsruher Schlossgarten an. Aber vorher, wie süß ist das bitte, gibt es hier eine Schlossgartenbahn, also so einen richtigen kleinen Bahnhof, wie so wie diesen Heidepark-Express. Kennt ihr den? Da kommt richtig das Spielkind in mir raus. Ich habe es geliebt, immer in solche Eisenbahnen einzusteigen und einfach hier durch die Wälder zu fahren. Aber ich glaube, der fährt gerade nicht. Und hier ist das wunderschöne Schloss, Leute. Fast komplett in Gelb gehalten. Riesig, Alter. Vor dem Schloss ist eine sehr, sehr große grüne Wiese, sehr viel Grünfläche. Da drüben gibt es wahrscheinlich auch noch was zu essen, Restaurant oder so? Ja, hier tatsächlich. Das ist eine Cocktailbar und bei gutem Wetter könnte man hier getrost draußen sitzen und sich einen Schluck genehmigen. Und hier haben wir noch einen eisernen Thron oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendeinen Adelsstuhl. Da setze ich mich aber nicht rauf. Ich bin da sehr abergläubig, dass das Pech bringt. Und der Ausblick, Leute, ist ja mal wirklich mega. Da hinten am Horizont das Riesenrad direkt in der Mitte von diesen zwei Gebäuden. Und da hinten dieser Turm sieht auch so ein bisschen Disneyland-mäßig aus. Und davor ein Weihnachtsmarkt. Hier gibt es sogar noch eine Schlittschuhbahn. Oh Mann, ey, das ist so eine Scheiße. Ich habe mir eben einen Roller genommen und konnte ihn nicht abstellen, weil dieser Button nicht funktioniert hat. Da musste ich den Service anrufen und jetzt komme ich zu spät. Ich muss mir jetzt ein Taxi rufen. Wie lange dauert das ungefähr von hier? Wissen Sie das? Ich glaube... Zum Wildparkstadion? Nein. Ich bin da. Es ist 5 Minuten vor Anstoß. Und jetzt muss ich auch noch einmal rumlaufen. Verdammte Scheiße. Das erste Mal, dass ich reingehe und kein Mensch mehr hier steht, weil alle schon drinnen sind. Das erste Mal seit langem, dass ich den Anstoß verpasst habe. Oh Mann. Oh Leute, was für ein Stress heute, ey. Das ist mir noch nie passiert. Aber wir sind voll drin. Wir sind voll drin. Gib weg mal für Hamburg. Nein, Mann. Hurra, die Hamburger sind da! Ein sehr schickes Kästchen hier, der Karlsruher Wildpark. Hier war ich noch nie gewesen. HSV! 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 Ja! 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 Wichtig, dass wir hier in Führung gehen mal wieder. Weil wir wissen ja, wie das ist, wenn wir im Rückstand sind. Und heute führen wir 0-1 beim Karlsruher SC. Weiter geht's. Nein! Oh mein Gott! Vorsicht, weg damit!
Udu, Vorsicht! Der Mann ist brandgefährlich. Zief, zief, warze, Budu. Alle Hamburg, alle Hamburg, alle. Ja, der KSC hat getroffen. Darf nicht wahr sein. Hat das Tor nicht drauf. Komm, Dompe. Ja, Leute, ich entschuldige mich dafür, dass ich das zweite Tor, also beziehungsweise das 1:1 von Karlsruhe nicht eingefangen habe. Ich war dort einfach zu nah an den Ultras. Es hätte eventuell Probleme geben können, wenn ich da jetzt weitergefilmt hätte. Deswegen habe ich mir auch freundlicherweise unterstützt von den KSC-Ordnern einen neuen Platz besorgt und filme jetzt von hier aus weiter. Und jetzt zweite Halbzeit jetzt. Oh mein Gott! Freiheit für Karlsruhe! Scheiße für mich, ne? Ich kann meine Emotionen nicht mehr so wirklich zeigen. Und der KSC dreht das Spiel. 2:1 führen wir zu Hause. Und jetzt wird richtig, richtig schwer für uns, Leute. Das ist das Spiel wieder unter. Oh mein Gott, es ist abseits, Digga. Es ist abseits. Bruder, Digga, es ist abseits. Boah, durchatmen. Jetzt vorne mit Jatta. Jetzt kommt mal. Und der kommt gut. Da ist schon Lüb. Oh mein Gott. Was für ein Tor. Jean-Luc Dompe. Oh mein Gott. 55. Spielminute. Tor für unsere Gäste. Torschütze mit der Nummer 7. Jean-Luc Dompe. Aktueller Spielstand 1:2. Digga, der Typ rettet uns so viele Punkte bzw. immer wieder Spiele, auch in Düsseldorf hat er das Führungstor eingeleitet und hier macht er beide Tore und wir führen wieder. Oh mein Gott! Digga, was war das denn für ein Lattenknaller? Ein Glück hat die Uhr vom Schiedsrichter nicht ausgeschlagen. Mein Gott, könnte ich davon im Ball besitzen? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was? Was? Was ist jetzt los? Hä? Hä, das war doch kein Foul, Digga. Digga, den Körpereinsatz gegeben. Ja. Jetzt denken Sie, der scheiße HSV. So, Jatta ist gerade raus und Balde ist jetzt in der Partie. Jetzt flanke KSC. Oh mein Gott! Riesenchance! Stark antizipiert. Jetzt Jean-Luc. Flanke Jean-Luc. 15 Minuten sind noch zu spielen. Wir sind in der Schlussviertelstunde. Ich fand den Ansatz von Melvin Polzin heute ganz interessant. Er hat direkt ja ohne Neuner angefangen, ohne richtigen Brecherstürmer. Dafür mit vier schnellen, völligen Leuten. Jetzt ist aber Selke auf dem Platz. Nein, Quatsch! Das war doch kein Handspiel, Alter, das hackt! Richtig! Nein! Ich bin hier erst beruhigt, wenn der Schlusspfiff ertönt oder wir das 3 zu 1 schießen. Ich mach da wirklich keinen. Ey, war das ein 1 zu 2 für beide? Nee, ist doch weh. Er spielt die zu Senke! Davy! Senke 13! Oh mein Gott! Ich kann meine Emotion nicht so rauslassen, aber egal, Hauptsache wir gewinnen. Und die Karlsruhe gehen nach Hause, Leute, die Karlsruhe gehen nach Hause. Heute läuft nichts beim KSC. Es läuft nichts beim KSC. Sie haben uns eine Tor nur durch den Standard gemacht.
wir alle aus dem Spiel heraus. Es geht eigentlich völlig in Ordnung mit der Sieg. Schaffen Sie ja nochmal den Anschlusstreffer. Nee, wenn es für uns läuft, dann läuft es einfach. Und der Walzer spielt ab. Der HSV gewinnt in Karlsruhe. HSV mit 3:1. Der absolute Wahnsinn, Walzer. Wir sind wieder da. KSC steht vor seiner Kurve und wir vor unserer und holen uns das HSV. Ja Leute, ich verlasse mit einem Auswärtssieg den Karlsruher Wildpark hinter mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nach langer, langer Zeit konnte ich euch wieder einen Sieg vom HSV präsentieren. Es freut mich so sehr. Und denkt dran Leute, wenn ihr mich und den Kanal kostenlos unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da und ein Abo, damit es so viele HSV-Fans wie möglich sehen. Dementsprechend sehen es auch viele Lübecker, weil die Hälfte der Einnahmen von diesem Video spende ich an den VfB Lübeck. Nachweisen alles, lade ich euch auch alles auf Instagram hoch, damit ihr nicht irgendwie denkt, dass ich bluffe. Und ansonsten wünsche ich euch dann eine sehr schöne Woche und wir sehen uns am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 im Volksparkstadion. Macht's gut, vielen Dank für den Support. Und Leute, zum Schluss noch ein kleiner Nachtrag, weswegen ich meinen Platz gewechselt habe. Es gab Probleme im Block und auswärts kann man leider nie so wirklich einschätzen, wie sich die Szene verteilt. Und ihr wisst es, ihr kennt meine Videos schon seit 2 Jahren. Meine Absicht ist es niemals, irgendjemanden zu filmen, der nicht gefilmt werden möchte. Erst recht nicht unsere aktive Fanszene. Aber da sich ein paar Leute hinter mir oder auch an den Seiten vielleicht verteilt hatten, war mir das einfach zu riskant. Es gab eine kleine Auseinandersetzung, aber alles gut. Ich habe direkt den Ordner Bescheid gesagt und habe mich deswegen umgesetzt. Sollte sowas in Zukunft wieder passieren, in irgendwelchen Auswärtsblöcken, dass es schwer einzuschätzen ist, wer zu wem gehört, werde ich das immer wieder so machen. Einfach aus Respektgründen. Ich möchte keinen Ärger in meinen Videos. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Haut rein. Heute mit der letzten Einstellung auf diesen wunderschönen Weihnachtsmarkt sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.